heute von der Rock Lounge hier in Dresden beim Stadionkonzert von Freiwild. Morgen werden die Jungs hier das Stadion abreißen und wir wollen den Jungs aber vorher noch ein paar Fragen stellen und wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr dabei sein zu dürfen. Und erste Frage, wie geht's euch und was ist das für ein Feeling für euch, dass ihr morgen nach Corona eigentlich euer erstes Stadionkonzert spielt? Ja, also geht uns gut. Wir sind alle happy, dass wir hier sein dürfen, dass es alles stattfindet. Jetzt ist alles an. Lange genug haben wir jetzt geprobt und lange uns darauf gefreut genug. Und ja, jetzt sind wir alle gespannt ein bisschen, wie es wohl sein wird. Nachher haben wir noch ein Set, das wir komplett durchspielen und dann schauen wir mal, wie es auf der Bühne läuft. Aber es wird cool, wir freuen uns. Wie geht's dir jetzt? Okay. Ja, das ist ja eigentlich das erste in der Größe, das erste Stadion, wenn man so will, auch mit der Bühne, mit der Längsseite. Mein Eindruck war, das war immer so, natürlich war das immer ein Traum. Das wussten wir schon eigentlich. Immer. Eigentlich schon. wenn man dann davor steht im Stadion und sieht die Bühne, dann natürlich freut man sich. Ja. Ich freue mich mehr. Als ich aufgeregt bin jetzt. Morgen, fünf Minuten vorher wird es vielleicht anders aussehen, aber auch das wird für Hülder hin. Und nach den 2 oder 3 Stunden Konzert, da werden wir schon ein halbes Bierchen trinken. Also ich kann mich erinnern, auf Frankfurt, da waren wir eigentlich auch im Vorfeld ziemlich ruhig. Mhm. Und als wir dann kurz vor der Show direkt vor der Bühne standen, das war dann schon, Aber das war früher. Früher, vor Corona, ist alles früher. Genau. War schon ein wahnsinniges Gefühl und die Nervosität war riesig. Und ja, aber wir freuen uns. Das glaube ich. Und bei dir? Mir geht's gut, aber die Aufregung ist nicht so groß wie beim Alpenflair. Okay. Für mich war das Alpenflair das erste große Konzert. Und ich bin froh, dass wir das gut überstanden haben und dass wir so positive Resonanzen gekriegt haben und wir uns auch mega gut gefühlt haben, weil viele können sich das, weil sie es auch nicht wissen, nicht vorstellen, aber wir haben ja teilweise ganz neue Crewmitglieder, nicht weil sie nicht gezahlt haben, sondern weil die einfach in andere Branchen gewechselt sind und deswegen war das für mich schon, waren zu viele kleine Unsicherheitsfaktoren, die wir in Wien natürlich schon erkannt haben, dann wussten wir, da müssen wir noch ein bisschen was machen und da noch ein bisschen was nachdrehen und dass dann Alpenflair so gut funktioniert hat, das war, glaube ich, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ja. Und von dem her. Die Resonanz war ja auch echt super. Ja, war gut. War richtig gut. Ja, wie früher. Na, sehr gut. War toll. Okay. Dann? Nächste Frage ist: Was denkt ihr, was eure Fans morgen von euch erwarten hier? Freiwillig in Bestform. Wie früher. Und eine mega Setliste. Und ein großes Wiedersehen. Und ganz, ganz viele Fahnen und ganz, ganz viele Hände Richtung Himmel. 2 im Optimalfall. Das ist ein Running Gag bei uns, den muss man einfach machen. Okay. Und in diesem Sinne, ich freue mich drauf, dass wir morgen, denke ich, ein ganz, ganz schönes Wiedersehen feiern werden. Das erste Deutschlandkonzert. Und deswegen. Vor allen Dingen dann auch in so einem schönen vollen Stadion, traumhaft. Schönes Wetter. Ja, besser geht's eigentlich nicht. Nee, wie früher. 28 Grad, super. Wie früher. Ja. So nennen wir das nächste Album. Wie früher war alles besser. Wie früher. Das Wetter war halt immer schon super bei Freiburg. Ja, logisch. Ja, so. Ja, es werden ja ungefähr 30.000 Leute ungefähr erwartet, gell? 30 Grad ja, plus 4. Also, wenn wir nicht dazu gerechnet, uns. Cool. Ja, das wird richtig gut morgen auf jeden Fall. Vor allem wird es von der Stimmung richtig grandios, weil. Hoffen wir es. Drehen wir nicht zu viel Plan. Ja, doch, weil ich denke, Frankfurt war natürlich auch enorm. Aber da war das Stadion halt ein bisschen größer, ein bisschen weitläufiger. Hier ist ja alles sehr kompakt. Die Tribüne ziemlich steil. Das Stadion war eigentlich gar nicht größer. Logisch. Na, das Stadion war in dem Sinne mehr Leute sind hier. Weitläufiger, ach so, ist alles kompakter. Ja. Weil natürlich die Laufstrecke dazwischen, zwischen der Tribüne und das hat dann schon ein bisschen. Hier ist alles. Viel steilere Ränge. Ja.
Hab ich auch. Eigentlich haben wir gesagt, das wäre eigentlich das ideale Stadion für Rivalen und Rebellen gewesen, von der Farbe her. Mhm. Ja, ja, haben wir auch eben gesagt, ja. Ja. Weil da laufen schön und die Banner oben. Wir hat Andi falsch bestellt, da wir wollten Grüne. Der hat es im falschen Stadion geliefert. Das Jahr hat zu spät geliefert. Falsches Stadion. Falsches hat falsch geliefert, der Jörg Sport. Ja, wenn du das Rivalen und Rebellen aber bei der Show noch gesehen hättest, wäre auch nicht gut gewesen. Falsche wenn ja keine Leute auf der Ränge gewesen. So. Ja, und bald folgt ja auch die Hallentour. Und da habt ihr ja Grenzenlos als Vorband. Und ich würde gerne mal von euch wissen, was euch bewegt hat, die sympathischen Jungs aus dem Allgäu. Er hat uns gezwungen. Er hat uns gezwungen. Mitzunehmen. Er hat, ja. Andi hat uns gezwungen. Nein. Erstens mal mögen wir die gerne. Okay. Und die haben es sich verdient. Und Andi hat uns gezwungen. Ja, wir freuen uns auch, in einer jungen Band diesbezüglich weiterzuhelfen zu können und eine Plattform zu finden. Wir hatten das nicht. Nee. Wir wurden nie eingeladen von jemandem. Vor allem nicht mal in der Schule, nicht einmal früher. Gezwungen haben sie uns auch nicht. Deshalb. Ich hoffe, dass diese Band erfolgreich bleibt und noch größer wird und dass sie uns auch treu bleiben, weil wir wurden so oft in den ganzen Jahren gefickt, dann hinterher auch von anderen Bands, wo man gedacht hat, das sind Freunde und die nimmt man mit und so weiter, und dann irgendwann haben wir dann trotzdem gemerkt, nur ganz so nur auf Freundschaft war es dann doch nicht, weil man kriegt ein bisschen Gegenwind, wenn man mit Freiwild auf Tour ist. Und ein paar halten es aus und ein paar halten es nicht aus. Aber ich glaube, Grenzenlos, die sind sehr standhaft. Also ich kenne die Jungs ja auch, das würde ich auch behaupten. Ja. Und du brauchst auch Nachfolger. Ja, er kündigt schon die Pension an, gerade. In 5 Jahren sagt er, wird er noch spielen. Weil er hat mir gesagt, oh, muss ja auch spielen. Ja. Die Pension einmal oder zweimal im Jahr, je nach Größe. Ja. Und der Rest bin ich ja nicht da. Wird es denn von der Hallentour oder eventuell hier von dem Stadionkonzert auch eine DVD geben, eine Live-DVD? Dürft ihr darüber was verraten? Ja. Wir dürfen, aber es bringt ja nichts. Weil, was bringt denn jetzt noch eine DVD? Wenn man ganz ehrlich ist, wer hat denn noch eine DVD? Player zu Hause, ganz wenige Leute. Vielleicht sollte man das anders verwerten. Es ist tatsächlich mittlerweile in der ganzen Branche, was DVDs betrifft, kein Druck drauf, die Leute sagen, ich schaue es mir auf YouTube an und sonst was, aber für sowas, also es wird festgehalten. Okay, also ich würde mir noch eine DVD kaufen, weil ich gucke das echt gerne mal ja, an, wir auch. Erinnere wir mich auch, dran und sage, geil, da war ich Zenker dabei. Schaut fast jede dritte Woche Schankstuhl, Junge. Kassetten, ich habe VHS. Ja, die freiwillig DVD Schankstuhl, Leute, jede Woche. Ja, die erste. VHS. Ja, nur die erste. Ja. Gut, dann wir haben, glaube ich, die erste DVD am eigensten aufgenommen. Ja. Ich glaube, noch nie hat eine Band so eine DVD aufgenommen wie wir. Wir waren in Magdeburg, haben uns beim Onkel oder beim Kumpel eine Billigkamera geholt. Dann haben wir einen Soundcheck gemacht, sind wir runtergerannt, haben auf Record gedrückt. Keiner scharf gestellt oder sonst was. Dann liefen 5 Kameras. Und danach, ja, aufgenommen, passt, schneiden wir zusammen. Unscharf oder scharf, hell oder dunkel und Autofokus die ganze Zeit. Gut, des Weiteren. Kommen wir mal zu eurem neuen Album, Wir schaffen Deutschland. Mhm. Das neue Album hat ja auch voll eingeschlagen. Ihr seid ja mit, damit Platz 1 in den deutschen Charts eingestiegen. Habt ihr damit gerechnet, dass ihr damit direkt auf Platz 1 landet? Weil aufgrund von Corona hat sich ja alles so ein bisschen irgendwie generell alles irgendwie verändert. Also, sagen wir es so, gerechnet ist das falsche Wort. Wir haben es uns gewünscht und wir haben irgendwie alles dafür getan, dass möglichst viele Leute in der ersten VÖ-Woche das Album auch haben, weil das natürlich auch für das Stadion wichtig war und so weiter. Ja. Aber gerechnet, das kannst du ja nicht machen, da braucht ja nur irgendwie ein Megastar-Stern. Hat es ja oft gegeben. Ja. Und dann, nee, das klingt komisch, aber die Charts, ja, die sind nicht planbar, muss man ganz ehrlich sagen. Da brauchst du nur irgendwie ein Auslieferungsproblem haben, dann fehlen dir ein Haufen Einheiten, dann hast du den richtigen großen Künstler, der gerade einen Mega-Hit auf Spotify hat oder sonst was, dann bist du draußen. Deswegen wunderschön, dass es passiert ist. Ja. Aber ich würde die Charts jetzt auch nicht mehr überbewerten. Das ist nicht mehr wie früher. Nee. Früher. Weil früher war eine Chartplatzierung de facto eine Garantie, dass du Unmengen an Alben verkauft hast. Mhm. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute gehen Bands mit
Also ich rede jetzt von den letzten Wochen mit 3.000, 4.000 Einheiten auf Platz 1. Das ist Wahnsinn. Okay. Das ist ja, schwierig war es, weil von der Promo her haben wir schon viel gegeben, aber war halt der Corona-Ausläufer noch keine Tour geplant, ne? Und bist halt nicht so präsent. Keine Tonträger in den Märkten fast. Und der Markt tot, ja. Schwierig war es aber so. Der Markt gestorben. Aber daran sieht man ja, dass ihr eigentlich dadurch, dass ihr auf Platz 1 wart, schon geile Fans habt, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, Freiwild-Fans sind in dem Bezug wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, nur einzigartig, weil es gibt ein paar Bands, die haben auch eine treue Fangemeinde, aber wir haben sehr, sehr treue Fans und leidensfähige Fans und immer wiederkehrende und von dem her, das ist das größte Kapital, was sich eine Band erarbeiten kann. Das stimmt, da könnt ihr euch stolz drauf sein. Ja. So, nächste Frage wäre, wie lange habt ihr daran gesessen, eure absolut tolle Box zu gestalten, also bis von Anfang bis Ende? Also, weil ich meine, das Buch ist ja echt Wahnsinn, was da an, das Buch ist mega, ja, Liebe an Bildern reingesteckt wurde. Wahnsinn, also. Das haben wir zusammen mit unserem lieben Patrick gemacht, der uns ja schon auch ewig lang betreut und glaube ich schon seit 2008 oder 2009 in der Crew ist. Und der hat, ja, ich glaube, wir haben 3 Wochen in Südtirol gemacht und dann hat er selber nochmal zu Hause dran gearbeitet. Ich glaube, im Großen und Ganzen, wir kommen da schon ein paar Wochen zusammen und ich finde, es ist ein echt geiles Teil geworden. Auf jeden Fall. Die Leute lieben es und ja. Föhre hat jedenfalls am meisten gemacht bei diesen Boxen und die ganze Rausschneiderei mit dem, am Rechner von den alten Archivaufnahmen für die DVDs, das hat ja alles er gemacht. Wahnsinn, ja. Und wir wieder ein Schwimmbad. Ja. Ja. Ja, wir haben halt den Scheiß sonst den ganzen Rest gemacht, aber das hat er gut gebuppt. Das war schon viel. Cool. Wollte auch keiner machen. Scheißarbeit, kriegt Föhre. Ja, vor allen Dingen auch alles raussuchen, ne? Ja. Und ja, Doku war auch nochmal ein Separator. Diese ganzen Videos noch. Ja, also sobald die DVD fertig war, ging es schon mit dem Buch weiter. Mhm. Das war eigentlich vom Januar bis, ich glaube, August oder so. Wahnsinn. Ja, aber ich habe die Box ja auch und habe die ausgepackt und habe mir gedacht, wow, erstmal wiegt sie ordentlich. Ja, ja. Und ich war echt geflasht. Also ja, das ist auch echt eine der tollsten Boxen, die ich so habe, muss ich sagen. Also, wirklich, ja. Gelungen, ja. Ja. Und wie habt ihr denn die Resonanz eurer Fans dazu so persönlich aufgenommen, zu eurem neuen Album, zu der Box generell? Wie kam das bei euch an? Wie früher. Ja, gut, es kam ja, man merkt es ja, das kam überall gut an, wie gesagt, und da freut man sich natürlich Föhre noch mehr, weil er hat es ja gemacht. Ich freue mich mit Föhre und alles ist gut. Danke, Zecker. Meistens freuen wir uns, dass er sich freut. Ja, wenn sich Föhre freut, dann ist er freut sich alle. Super, ja, super. Ja, aber der freut sich nicht viel. Nein. Wenn man Föhre eine Freude machen kann, du, sind alle glücklich. Es gibt Schöneres. Klar hat man sich gefreut. Absolut gutes Feedback gekriegt. Und abgesehen vom Feedback von den Fans war uns auch das Feedback wichtig von den Leuten, die in dem Buch auch viel abgebildet wurden, Crewmitglieder und so weiter, und das ist ja das Schönste, was man, glaube ich, eben zurückgeben kann. Das ist ja wirklich so eine Art Andenken für immer und ewig, bis zum letzten Atemzug, kannst du ganz ehrlich sagen, ich zeige das meinen Kindern und Kindeskindern, das heißt, das stimmt. Toll, vom Gefühl, was es transportiert. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Gab es denn auch Kritik zum Album und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, die gibt es immer. Mhm. Du musst schauen, wo sie herkommt. Mhm. Es gibt Leute, die eine Band gar nicht, also es gibt Leute, die schauen sich oder hören sich ein Album gar nicht an, finden die Band scheiße, das betrifft nicht nur uns, und lassen ihren schlechten Kommentar da. Aber klar wird es auch ein paar gegeben haben, die das ernst gemeint haben, die gesagt haben, hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht und nicht nur eure Geschichte. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier war das Konzept, wir wollen unsere 20 Jahre in Liedern verarbeiten. Aber wir haben im Großen und Ganzen, eine Band sollte so hinterm Album stehen, bei jedem Album, weil sonst brauchst du es einfach nicht rausbringen. Und dann musst du mit Kritik einfach sagen, okay,
gibt ein paar. Scheiß der Hund drauf, aber uns in erster Linie gefällt's gut und der großen Masse auch. Und dann die anderen haben ja die anderen Alben von dem her. Ist ja nicht schlimm. Nee, also mit Kritik muss man ja auch umgehen können. Also das ja. ist, und ich denke, das könnt ihr auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ja, eigentlich war es das schon so von meiner Seite. Sehr gut. Wie früher, das hat dann da. Wie früher, zack, zack. Ansonsten hätte ich noch eine Frage, vielleicht zum Abschluss. Wie schafft man es? Ich meine, ihr seid jetzt 20 Jahre als Band unterwegs. Wie schafft man das da so krass, sich selber auch als Band die Treue zu halten? Ich meine, bei euch hat es bestimmt auch schon oft geknallt, aber ja. ihr habt immer zusammengehalten. Eigentlich nicht. Nur Show. Nur Show. Wir fahren ja separat immer mit dem Auto. Also, ja, gerne. Dresden. Nein, ich muss ehrlich sagen, dass ich das überhaupt noch nie hatte. Wir hatten noch nie so einen richtig großen Streit, wo du wirklich das Gefühl hast, jetzt geht's auseinander. Nur überhaupt wir. Nicht. Wir. Sag mal, vielleicht mit Andi. Ja, wollen wir denn gleich machen? Ja, wir warten ja nur auf dich. Ach so, da drüben ist auch voll, die warten alle auf euch. Ja, und dann kannst du ja anfangen. Nee, im Endeffekt ist so, diese große Streit, Frage, die hatten wir nie zu klären, weil es sie nicht gab. Und deswegen, der ganze Rest ist Respekt und, wir haben ein Interview und ein bisschen Einfühlsvermögen wahrscheinlich auch. Ich glaube, bei mir braucht es auch viele Nerven für mich. Und das ist, ich glaube, vier Leute haben immer vier verschiedene Charaktere. Und überhaupt, wenn sie Musiker sind, dann hat man es mit ein paar, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, dass alle Musiker einen kleinen Dachschaden haben, glaube ich einfach so. Weil sonst kriegst du das über Jahre gar nicht hin, das auch zu verarbeiten. Irgendwas bleibt dann schon hängen. Aber ich glaube trotzdem, dass es davon, von der Chemie her und so weiter, hat uns irgendwas oder irgendwer da oben wunderbar zusammengeschmissen. Und deswegen, das sind wir ja dankbar dafür. Und das gilt es auch, daran zu arbeiten, was so bleibt. Immer. Bis zur Pension halt. Ja, ja. Wir frieren halt. Danach vielleicht auch noch. Genau. Ja, cool. Also dann war es das eigentlich schon von meiner Seite. Vielen Dank. Wir danken auch. Und in diesem Sinne, ja, auf zur Probe. Ja, dann viel Spaß. Anziehen, Dankeschön, Mama. Danke euch. Wir schauen euch dann ein bisschen zu jetzt. Danke euch für eure Zeit. Ciao, Andi. Ciao, Andi. Super, das ist gut geklappt. Alles gut. Alles gut.